So, willkommen zum nächsten Part Silent Hill Direct Discord 2. Und wir haben im letzten Part endlich diesen scheiß Schlüssel für den Aufzug benutzen können, der in einem Raum hinter dem Aufzug ist, wo nochmal ein Aufzug drin ist. Na gut, egal. Und jetzt sind wir hier in den Mitarbeiterräumen oder Mitarbeiterbereich und können hier alles absuchen, ohne Waffe, ohne alles, wie bereits angekündigt. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen mal systematisch einfach mal hier lang. Ich habe echt gerade mega Schiss, dass hier irgendwie so ein Spacko-Vieh abhängt. Oh, mein Knie juckt. Ups. Ein Tape. Das Videoband. Da haben wir noch was drüber gehört. Und ein Dosenöffner. Wir können also was zu essen machen. Dosenöffner. Wofür? Das wäre jetzt geil, wenn ich die ganzen Sachen, die ich hier unten finde, nach oben fahren könnte, aber eben mit einem Schlüssel mehr Gewicht nicht nach unten fahren konnte. Das würde ich höchst sonderbar finden. Und hier ist die Tür. Okay, Gott sei Dank. Gut, wir haben das erste Wichtige schon mal gefunden, das Videotape. Kaputt. Und wieder eine offene Tür. Hier ist ein Terminkalender mit dem Datum von vor einem Jahr. Und hier haben wir Gewehr. Oh, wirkliche Gewehrpatronen, also keine Schrotgewehr. Das ist geil. Die sind wichtig. Also hoffe ich zumindest. Ich meine, die haben schon ordentlich reingeknallt gegen diesen komischen Megatisch. Ich will gar nicht wissen, wenn wir den mit normaler Schrotmunition gemacht hätten, ne? Nicht lang. Gut, gut, gut. Was ist das hier für ein Ding? Ne, okay. Da ist noch eine Tür. Ich will wieder hoch. Hier geht's runter. Ich schlag vor, ich check erst die anderen Räume ab. Ich habe so das Gefühl, dass es hier nämlich weitergehen wird. Oder hier. Nee, gut, hier sind nur zwei Toiletten, das ist gut. Lalalala. Dann sind wir jetzt hier quasi wieder in der Nähe des Aufzugs. Oh, weia. Hier war noch eine Abteilung. Oh, da ist ein rotes Licht. Oder? Die letzte Spieldose. Und Kekse. Was? Hier sind Teebeutel und Kekse. Bei allem ist das Verfallsdatum abgelaufen. Ach komm, das ist MAD, das heißt mindestens haltbar, nicht verdirbt am. Haben wir doch alle mal irgendwo gelernt oder gehört oder so. Okay, gibt's nur die Spieldose. Gott sei Dank bin ich nicht da runtergelaufen. Exit! Schade. Ich dachte, ich könnte einfach rausgehen, nach Hause gehen. Dann ist das Spiel vorbei. Wird, wo ich gerade bin. Okay. Das waren jetzt aber alle Räume, oder? Bis auf diese Treppe. Da haben wir alles, da haben wir alles. Oh, ich hab da oben. Konnte ich da lang gehen? War nicht eine unsichtbare Wand oder so? Hier? Ach so, das ist so ein Fensterladending. Okay. Ich dachte schon so, da war doch nichts. Können wir jetzt beruhigt nach unten gehen. Sofern hier nicht irgendwelche Monster sind. Und hier werden Monster kommen. Es wird nämlich keinen Sinn ergeben, mir alles abzunehmen. Lauf! Ja, komm, ey, wie soll ich denn dir vorbeilaufen einfach? Erstmal Karte. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Okay, Elevator, Boiler. Ich muss erstmal die Räume abchecken. Scheiß drauf. Okay. Das Problem, ich darf einfach nicht zu viel kassieren. Ich habe keine Heiltränke und nichts mit. Ah, so viel dazu. Ich bin fit.
Ein Schlüssel zur Bar. Gut, wir haben nachher mehrere Möglichkeiten, wie es weitergeht. Wir haben jetzt den Barschlüssel für den Keller, ne? Und das war, glaube ich, eine Bar. Und die Spieluhr. So, jetzt mal zur Sicherheit. Okay, da eben keine Karte. Ich schaff's auch so. Oh. Ah. Also, erst die Tür hier. Dann, aber. Bitte sagt mir, dass ich da jetzt alles abgecheckt habe. Okay. Bis auf den Aufzug, aber der ist auch scheißegal. Hoffe ich. Oh, jede Menge Heilung, ey. Was geht denn hier ab? Das kam aus dem Krieg zurück. Schloss kaputt und ich kann ihn nicht öffnen. Gut, okay. Ist nochmal ein Heiltrank. Was haben wir hier noch alles? Ah, eine Dose Ravioli. Hoffe ich, weil jetzt kein Etikett drauf. Ja, gut, dass man eben einen Dosenöffner gefunden hat. Jetzt weiß ich wenigstens wofür. Zack. Oh. Ah, eine Dose mit Glühbirnen natürlich. Früher wurden die Glühbirnen natürlich in Dosen aufbewahrt, damit die nicht so leicht kaputt gehen. Ich nehme nur eine da raus. Wer weiß, wofür man sie mal braucht, ne? Kühlschrank? Schade. Okay, jetzt bin ich hier an der Bar. Jo, da gehen wir hoffentlich jetzt auch rein. Das war echt fies, dieser kleine enge Gang mit den beiden Beinviechern. Guten Tag, Leute. Kauft meine Getränke. Überteuert. Mit einer Spanne von 200%. Na, so. Was haben wir denn hier? Bacardi. Aha, Glentalloch, ja. Toller Madieu. Lecker, lecker, lecker. Oh, Smirnoff Vodka, bester. Na ja, gut, genug Werbung für heute. Ist hier irgendwas? James guckt nirgendwo hin. Jetzt einfach mal gar nichts. Hey, Jukebox! Und da ist eine Lampe ohne Birne. Da ist eine Jukebox, die spielt nicht, also muss die kaputt sein. Ja, höchstwahrscheinlich. Checken wir mal das Lampending hier ab. Auf der Theke ist eine Lampe. Aber die Birne fehlt, also kann ich sie nicht einschalten. Oh. Na ja, gut, okay, die Rätsel sind ein bisschen sehr offensichtlich. Ein bisschen zu einfach. Da war das... Holy shit, ich bin ja quasi tot. Dich hält's erst. Tritt ihm zweimal ins Gesicht, ist James fast tot, ey. Ist jetzt hier. Ist jetzt an? Ah ja, das ist so ein Lichtstrahl. Wahrscheinlich hätte ich vorher. Ich habe den Schlüssel zur Bar benutzt. Wofür habe ich jetzt die Lampe angemacht? Vielleicht hätte ich vorher das Schloss nicht finden können. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. So, und jetzt muss ich gucken, dass ich schnurstracks mein scheiß Zeug wiederbekomme. Das heißt, ich muss hoch. Nochmal hoch. Und nach rechts. Alles klar, let's go. Oh. Ich habe vor, die hätte nicht umgenietet, ey. Gott sei Dank war ich vorher einmal. Scheiße, scheiße, scheiße. Tralali, tralalu, tralala. Aber wir kommen sehr gut voran im Hotel. Der Hotel, der letzte Spot ist, soweit ich mich da jetzt erinnern kann. Ach Gott, ich kann die Karten nicht lesen. Fuck. Das habe ich nicht aufgepasst. Bin ich schon im zweiten Stock? Moment mal. Fuck, ich hätte aufpassen sollen. Nein. Gedodged! Oh! Ich habe mich daran wenigstens noch erinnert, dass die Tür hier richtig war. Alles aus dem Regal nehmen. Ja. Gebt mir meinen Scheiß wieder.
Okay, ich habe mehr als genug Schrotpatronen. Und damit werden die alle weggepolstert jetzt. Aber vorher gehe ich nochmal spitern. Denn ich möchte nicht nochmal damit rumlaufen. Das war gruselig. Gruselig. Nein, ich habe gespeichert. Alles gut. So, jetzt die Frage. Ah ne, wir hatten ja den Barschlüssel haben wir ja schon benutzt. Jetzt bleiben ja nur noch die Spieluhren, ne? Kurz checken, was habe ich alles in der Tasche? Spieluhr und ja gut. Ah, das Tape habe ich noch gehabt, genau, aber das brauche ich ja auch eigentlich eher irgendwo oben. Ich habe nämlich keinen VHS-Rekorder gesehen. Wo seid ihr? Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Entschuldigung. Ich hoffe, dass es jetzt hier war, direkt die Halle mit den Spieluhren. Jo. Geh mal da ran. Boah, ist das lästig. Dass man hier Millimeter genau stehen muss. Okay, immerhin. Okay, scheiße. Die Spieler müssen in der richtigen Reihenfolge da liegen. Naja, ich vertausche erstmal die ersten beiden. Gucken, was dann passiert. Also Meerjungfrau war in der Mitte eben. Jetzt muss ich Meerjungfrau hier hinstellen. Das ist wieder Try and Error auf jeden Fall. Würde sagen, es klingt nicht ganz richtig. Wie gehe ich das mal schon am besten vor? Ich habe jetzt die beiden getauscht. Also die war an dem Spot. Das heißt, ich müsste. Mensch, ich brauche mal kurz ein paar Sekunden für diese. Wie ich das am besten jetzt ausprobiere. Das mit Zahlencodes immer ein bisschen einfacher gewesen im letzten Rätsel da in dem einen Raum. So, ich hatte die Kombi. Das da. Ah, nee, ich habe quasi mit dem angefangen. Genau, der steigt. Die beiden haben gewechselt. Zack, zack. Also, wir bringen den jetzt eine Position weiter hier rechts. Die mal in die Mitte. Das heißt, Aschenputtel kommt in die Mitte. Und das Schwittchen war das, glaube ich. Jo, kommt rechts hin. Mann, ihr wollt mich doch foltern, ihr Spacken. Dann tausche ich die beiden Äußeren jetzt aus. Dann kommt jetzt hier das Schneewittchen hin. Zack. Immer klappt es auf Anhieb jetzt mal ab und zu. Nein. Und hier das Aschenputtel. Ach komm, James, du bist schwer zu handeln, ich weiß, aber das schaffst du. Nein, so. Nein, ich bin verrutscht. So. Bitte das einfach, ich habe keinen Bock, alles auszuprobieren. Ach komm, ey. Da muss Aschenputtel eben safe nach links. Das steht schon mal fest. Komm, nehmen Sie dir. Schneewittchen werden wir dann sehen, wo sie hinkommt. Erstmal Aschenputtel, zack. Da musst du definitiv hin. Nö. So. Und dann hoffe ich mal, dass das jetzt die vorletzte Wirklichkeit, die wir haben, richtig ist.
Gut, die haben wir richtig. Was haben wir jetzt hier raus? Schlüssel zur Hoteltreppe. Und was noch? Ist das alles oder kriegen wir jetzt noch mehr hier? Achso, also nur diesen einen Schlüssel ist okay. Ich glaube, da sind wir auch am Part entlang gekommen, ne? Yo. Dann werden wir im nächsten Part gucken. Schlüssel zur Hoteltreppe. Flur im dritten Stock. Ach! Okay, wir kommen jetzt in den dritten Stock. Dann können wir in unser Zimmer gehen und gucken, was passiert. Bleibt dran, wenn ihr es sehen wollt. Wenn ihr es noch nicht kennt. Bis dann.